gute Nachrichten von der Säbener Straße auch am Mittwochmorgen. Franck Ribéry hat sich zurückgemeldet und erstmals nach seiner Verletzung Teile des Mannschaftstrainings auch mit Ball bestritten. Aber nicht nur deshalb ist Jupp Heynckes bestens gelaunt. Es gibt viele Gründe dafür, zum Beispiel auch die wenigen Tage Erholung in der Heimat, die dem Cheftrainer sehr gut getan haben, zumal der Kontakt zur Säbener Straße nie abgerissen war und von dort nur Erfreuliches zu hören war. Das ist das Positive, dass nicht nur mein Trainerteam sehr gut gearbeitet hat, sondern mit den Jungs hervorragend gearbeitet hat. Das weiß ich, das setzt sich auch voraus. In dieser Woche ist es gut angelaufen. Die Jungs, unabhängig, ob es jetzt mal so ein bisschen kälter ist oder nicht, wir haben super Plätze und es macht Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Und natürlich läuft die Vorbereitung für Augsburg. Heute noch ohne einen Großteil der Nationalspieler, dafür aber unter anderem mit Juan Bernat, der nach langer Verletzungspause auf eine baldige Rückkehr in den Kader drängt. Jetzt, ich bin gut, ich fühle mich gut. Ich habe noch ein bisschen Schmerz, aber das ist normal. Dreieinhalb Monate Verletzung. Aber gut, ich bin zufrieden. Vielleicht das nächste Spiel, ich kann spielen. Oder zumindest im Kader stehen. Im Heimspiel am Samstag gegen Augsburg oder auch in der Champions League. Genau heute in einer Woche in Anderlecht. Man wird sehen.